Servus Outlaws, heute möchte ich euch den besten Revolver zeigen. Er sieht von der Optik einfach nur extrem krass aus. Es gibt keinen vergleichbaren im Spiel. Gleichzeitig zeige ich euch noch, wo ihr die zerrissene Schatzkarte findet, die ganzen Teile, insgesamt 3 Stück. Denn als Belohnung von dieser Schatzkarte bekommt ihr diese Waffe raus, also bleibt dran, es lohnt sich. Den ersten Teil der Schatzkarte findet man ganz links auf der Karte über Strawberry. Wir müssen hier in ein Haus rein. Ganz wichtig, die Schatzkarte könnt ihr gleich zu Beginn euch holen. Den Schatz, den Revolver, bekommt ihr aber erst, wenn ihr mit der Story durch seid oder in Epilog 2. Nur zur Info, ihr müsst hier ein paar Hunde abknallen. Man kriegt hier ein bisschen Minus von der Ehre, aber ihr müsst die Hunde abknallen, ansonsten greifen die euch die ganze Zeit an. In der Tür steht noch eine Frau mit einer Schrotflinte, passt auf jeden Fall auf, ihr könnt bei ihr One-Hit sein oder One-Shot. Dann geht's ins Haus rein und auf der rechten Seite befindet sich ein Schreibtisch. Ich habe jetzt hier zuerst die Zigaretten genommen, weil bei mir noch welche im Inventar gefehlt haben, zack. Und genau drunter befindet sich die Schublade und da findet ihr den ersten Teil der Schatzkarte. Den zweiten Teil der Schatzkarte findet ihr diesmal ganz rechts auf der Karte über Annesburg. Ich zoome mal kurz raus, ganz links ist Valentine. Könnt ihr euch auch gleich zu Beginn abholen. Und wir müssen jetzt hier rechts in eine Hütte rein. Ganz wichtig, an dieser Hütte bekommt ihr noch eine spezielle Schrotflinte. Das werdet ihr gleich sehen. Ich reite jetzt hier mal kurz hoch. Da kommt nämlich dann ein Einsiedler ist es, glaube ich, der da rauskommt. Und der hat eine spezielle doppelläufige Schrotflinte. Und die solltet ihr auf jeden Fall aufheben. Müsst aufpassen, dass er euch nicht direkt wegknallt. Denn auch hier wieder One-Hit oder One-Shot. Zack. Bei mir ist er jetzt direkt weg. Guckt nochmal, dass er auch safe tot ist. Weil beim ersten Mal habe ich so ein bisschen gechoked. Hier liegt die Schrotflinte auf dem Boden. Einfach aufsammeln. Zack. Ich wollte sie euch jetzt hier noch zeigen, die Schrotflinte. Aber wenn man sie schon einmal geholt hat, bekommt ihr sie nicht nochmal. Das ist jetzt einfach nur das ganz normale Modell. Wenn ihr die zum ersten Mal aufnimmt, sieht die anders aus. Hebt sie auf jeden Fall auf. Ist ein geiles Teil. Und dann geht ihr hier einfach rechts an diesen Schrank hin, die Schublade wieder öffnen und da findet ihr den zweiten Teil der Schatzkarte. Und dann wird die Schatzkarte auch gleich zusammengefügt. Und dann geht es jetzt auch zur Belohnung. Und die bekommt ihr eben nur, wenn ihr mit der Story soweit durch seid, in Epilog 2. Denn dann kommt ihr zur alten Karte, die ist davor gesperrt. Ich befinde mich jetzt, wie gesagt, ganz links auf der Karte. Ihr seht, drüben ist Valentine und hier kommt ihr eben nur hin, wenn ihr im zweiten Epilog seid. Soweit die Story fast abgeschlossen und dann kommt ihr zu diesem Schatz. Wir haben hier auf der rechten Seite noch Armadillo und wir müssen hier ganz an die Grenze und hier befindet sich eine Höhle. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Da ist dann auch der Schatz. Groß ist die jetzt nicht. Wir reiten hier hoch, dann nehmen wir den linken Eingang, wir brauchen auch keine Lampe oder sonstige Sachen. So, wir sehen relativ gut, hier ist die Truhe, wir bekommt jetzt sehr viele Fotos raus, die müsst ihr euch unbedingt anschauen. Da sind ein paar schicke Ladies drauf, würde ich mal sagen. Und zu guter Letzt, wenn man dann alles rausgeholt habt, ihr seht hier schon den Revolver und der sieht schon extrem geil aus. Vielleicht habe ich ihn, ihr müsst halt wirklich erst die Fotos rausnehmen und jetzt kann man den Revolver rausholen, zack, da haben wir ihn und das ist schon wirklich ein extrem schickes Teil, soweit einzigartig im Spiel. Es gibt einen vergleichbaren, das ist der Double Action Revolver von der GTA Herausforderung, aber nicht jeder hat die Herausforderung in GTA 5 gemacht oder in GTA Online, deswegen ist diese soweit einzigartig. Ich werde jetzt den hier benutzen und natürlich auch noch den Double Action von GTA. Dann habe ich zweimal eine goldene Waffe oder einen goldenen Revolver. Das war es hier soweit vom Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Wer mehr sehen will, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.